So, hallo, guten Morgen oder zumindest bei mir morgens. Heute ist der 5. Oktober 2020, wir haben es 9:33 Uhr und heute heißt es, ich fahre ins Kloster. Und ich habe mir so vorgestellt, die Hinreise, dass ich mir viel Zeit lasse, mal hier und da eine Pause mache. Kein Stress, ich habe gesagt, dass ich montags komme. Heute ist Montag, ich habe noch ein bisschen Zeit. Und von daher gucke ich mal, wie ich durchkomme. Aber das Ganze sehr entspannt, kein Stress. Und dann bin ich gespannt, was diese Woche so mit sich bringt. So, hallo ihr Lieben. 530 Kilometer circa später habe ich es geschafft. Ich bin angekommen im Kloster. Stehe jetzt gerade in der Einfahrt des Klosters und habe mir gedacht, weil ich ja das nächsten Tag, also morgen um 11 gibt es das nächste Mal was zu essen. Und da habe ich mir gedacht, dass ich kurz vorher nochmal eben zwei Brötchen esse, die ich mir auf dem Weg hierher besorgt habe, damit ich nicht bis morgen Vormittag warten muss mit dem Essen. Und wenn ich dann gleich meine Essenspause gemacht habe, dann fahre ich offiziell ins Kloster, werde erstmal mein Handy abgeben, weil das brauche ich erstens da nicht und zweitens lenkt es mich auch zu sehr von diesem klösterlichen Leben und der Hingabe an so ein Leben halt zu sehr ab und es würde mich auch wahrscheinlich zu sehr in Versuchung führen, halt ständig aufs Handy zu gucken und mich eher damit zu beschäftigen, als mit den Themen, warum ich überhaupt hergekommen bin. Meditation, Studium verschiedener Texte, eine Auszeit, die Stille zu genießen und so weiter. Ich denke, ich werde mich sonst morgen nochmal melden oder die Tage, je nachdem, wie es halt bei mir passt. In dem Sinne gucke ich mal, wie die Woche wird. Ich bin ganz gespannt. Heute ist Dienstag, der 6.10.2020. Wir haben es ungefähr 13:30 Uhr. Ich bin ja gestern um 16 Uhr ungefähr hier angekommen im Kloster und habe mich erstmal häuslich eingerichtet. Ich habe mein Zimmer bezogen und habe mein Handy abgegeben, weil das brauche ich jetzt hier sowieso nicht. Abends gab es dann eine kleine Abendpuja und ein anschließendes Gespräch mit ein paar Mönchen, die da waren, mit Meditation. Also wir haben erst die Puja gemacht und danach gab es eine Meditation und danach konnte man mit den Mönchen sprechen. So, heute Morgen haben wir eine kleine Frühbesprechung gehabt, was muss getan werden. Wir haben danach geputzt, also es ist immer der gleiche Ablauf. Es wird morgens um 7 gibt es ein kleines Frühstück, ein leichtes. Da wird besprochen, was getan werden muss. Danach wird dann geputzt, was auch so eine Art Achtsamkeitstraining dann sein soll. Anschließend wird gekocht um 9 Uhr bis 11 Uhr. Um 11 Uhr gibt es dann das Essen. Und es gibt halt nur eine Mahlzeit am Tag, deswegen wird schon um 9 angefangen, weil es halt so aussieht, dass ordentlich was auf den Tisch kommt, wenn einmal am Tag nur was gegessen wird. Dann kamen die Mönche, also in der Zeit, als wir gekocht haben, waren die Mönche auf Bettelgang in den umliegenden Dörfern. Als die um 11 zurückkamen, waren wir fertig mit Kochen. Die Mönche haben sich mit uns in der Dhammahalle versammelt und haben uns Anumodana heißt das. Das ist so eine Art, wie soll ich das beschreiben? Ja, danach haben wir dann, die Mönche sie haben sich zurückgezogen, haben für sich gegessen. Die Gäste haben sich auch was genommen. Ich habe auch wieder eine Schale genommen und von der Schale habe ich halt, also ich habe alles Mögliche in die Schale reingepackt, also alles zusammen, wie das hier halt die Mönche auch tun und habe es dann gegessen. Anschließend haben wir all den Abwasch gemacht und
Weil ich ziemlich vollgefuttert war, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einen kleinen Waldspaziergang, auf dem ich dann auch die Klosterkatze getroffen habe. Die hat mich dann ein Stück begleitet. Ich war sehr überrascht, dass die mich die ganze Zeit verfolgt, und die war, ja, glaube ich, froh, mich zu sehen, weil sie sehr kuschelig war. Und die begleitet mich jetzt ein bisschen oder hat mich begleitet. Ich habe gestern noch ein Buch gefunden in der Bibliothek, und das ist eine Auflistung oder ein. Das Buch handelt um einen hochrangigen Meditationsmeister, der sehr gute Resultate erzielt hat in seiner Praxis. Und der spricht halt über seine Praxis in dem Buch. Und er meinte, dass er sehr gute Fortschritte gemacht hat mit einem Meditationswort. Also ein Meditationswort, was man immer rezitiert, egal wo man ist, und das ständig in seinem Geist behält. Dadurch soll der Geist zur Ruhe kommen und still werden. Und ich möchte das diese Woche mal ausprobieren, wie es bei mir funktioniert mit diesem Meditationswort. Genau. Ansonsten sieht mein Tag heute so aus, dass ich heute viel meditieren werde, viel lesen werde. Und ja, heute Abend um 19 Uhr gibt es wieder die Abendpuja in der bekannten Dhammahalle. Gut, bis dahin. Nein.